Filmfans da draußen. Herzlich willkommen zurück zu Savarius Play Live. Nee, Savarius Story Times. Mafia, Definitive Edition. Wir machen weiter, da wo wir aufgehört haben, mit Intermezzo. Ja, und so wird auf einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? 1938 schon. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Ja, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Ein Boxer. Oh, ist das die Morello-Geschichte tatsächlich? Hab gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Ja. Oh, diesmal fährt Morello in ihn rein. Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Okay, da mache ich die alte Szene aber lieber, wo er tatsächlich kein Bastard fährt mir in den Weg. Wo er halt wirklich... Die glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Mhm. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Fair play. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Oh, der fährt sogar ein guter Junge, aber auch ein Tunichtgut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey... war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft.
Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Länge... Immer diese Deutschen. ...der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Hier sagt er nicht, dass er keine dreckigen Tricks verwendet. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Er will nur, dass ich was zu trinken habe, wenn ich gewinne. Hey, Tom. Oh. Musst du irgendwo hin oder bezahlt dich Don Salieri dafür, diesem Ort ein wenig Glanz zu verleihen? Er sollte alle Hände voll zu tun haben. Los, Tom. Dieses Mal läuft die Zeit. Die sehen alle gleich aus. Alles Brüder. Fans von Fans von Fans. Na, habt ihr hier irgendwas Interessantes? Nope. Zu denen. Buonasera, Tom. Hey, Luigi. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Was er damit wohl meint. Diesmal brauchen wir nicht zu Vincenzo. Nur zu Ralphie. Hey, Tommy. Bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Wir haben endlich eine Garage. Danke, gut zu wissen. Kriegen wir kein neues Auto? Den da will ich ja gerne haben. Scheint so. Schade. Na gut. Öffnen wir mal die Garage. Schicki, schicki. Unser Taxi. Oh! Der passt hier doch gar nicht rein in diese Zeit. Wo hab ich den denn her? Den gab's zu der Zeit doch noch gar nicht, oder? Geil. Ja, ich komme aus der Zukunft. Wo ist denn Silber? Die Farbe Silber. Oh, ein Bike haben wir auch. Gold 8. Schuhe 6. Samson. Ich glaube, wir nehmen mal das hier, ne? Die Black Cats.
Wenn du sie stehen lässt, kommt sie zur Garage. Das ist super. Oh, die Dinger haben kein Radio. Interessant. Da hat man tatsächlich mal drauf geachtet, auf Realismus. Das wird interessant, ey. Jetzt werden wir mal eben ein bisschen brav fahren hier. Und Gummi! Wow! Shit! Das war knapp. Aber gut, dass die Zeit hier auch nicht läuft, ne? Man hat hier tatsächlich die Zeit rausgenommen. Uiuiuiui, die Karre ist... das Bike ist krass. Uiuiui. Das Bike ist gut, ey. Bist du Bobby? Yep. Wir können mit meinem Auto zur Werkstatt. Ist ein Stück. Ich kann dir auch ein Motorrad machen. Meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Puh. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Vielleicht nervös, der Kerl, oder? Okay, da wären wir. Schick. 1929er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst. Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Stimmt. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? I try. Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Ah, jetzt haben wir Zeit. 3 Minuten? Wollt ihr mich verarschen? Alter! Okay. Das ist nicht so einfach, den Wagen hier ganz zu lassen. Meine Fresse hat er eine krasse Lenkung. New York, New York. Das hat der Kopf zum Glück nicht gesehen. Shit, 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 shit. Oh, wie geil. Ein schwarzer Panzer. Ah, geil. Alle Mann, Suche ist
beendet. Wiederholen. Obwohl er mich gerade gesehen hat, cool. Das sind echt faule Polizisten, wa? Komm ich denn da rein? Ah, so. Okay, okay. Cool, cool. Ah, das ist jetzt nicht mehr so ein Hof, das ist jetzt so eine richtige Auffahrt. Gut, gut. Bertone! Lucas Bertone. Den haben sie gut getroffen. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben das markante Gesicht ist noch dasselbe. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Okay, er ist fertig. Hat jetzt nicht mehr ganz viel Bums, wa? Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen... Alles, wenn das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Geil. Oh. Ich darf den Motor nicht überspannen jetzt. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant, ne? Das ist ein interessanter Kniff. Ich muss ihn immer so ein bisschen kommen lassen. Nicht überhitzen. Und die Lenkung ist auch... Uiuiuiui. Deutlich schlimmer als vorher. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin ein guter Fahrer. Wenn ich will. Wow. Oh, diese Taxifahrer, ne? Die reinsten Terroristen, ey. Gut, dass ich keiner mehr bin. Der ist echt bockig. Der schleudert total. Jungs. Alter. Straßensperre oder was? Platz da. Kommt der Mazda. Ich weiß gar nicht mal, was ein Mazda ist wahrscheinlich. Ein schwarzer Panzer. Da! Komm, wir sind so gut durchgekommen jetzt. Wir sind so gut durchgekommen, das schaffen wir. Ich bin fast da. Oh, der ist echt zickig, ey. Er könnte sich vorstellen, aber er schleudert von ganz alleine. Ich bewege den gar nicht. Ich versuche ihn nur auszupendeln. Ah, wow, das ist wirklich fairer geworden, ey. Das Ding ist fast hin. Aber egal, das schaffen wir. Noch einmal durchstarten. Schön auf dieser Brücke hier aufpassen. Die habe ich beim ersten Mal ja so ein bisschen geknutscht. Aber da habe ich auch nicht erwartet, dass das Ding so schnell ist. Geht echt ab wie ein Zäpfchen. So. Bitteschön. Du bist zurück. Gott sei Dank. War ja nicht schwer. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Haben wir es geschafft? Oh yeah! Fairplay und Renntag sind jetzt eine Mission? Oder wie? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat.
wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Ah, er ist schon auf der Rennstrecke diesmal. Schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz. Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Oh. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für... Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester... Ja, deswegen Fahrer. Kann ich so ein Ding fahren. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja, okay, Frank. Gut, Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Uiuiuiui. Buona Fortuna. Aber krass, das ist tatsächlich eine Mission. Interessant. Martin Lichtenberg, eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven-Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit mir viel... Eigentlich heißt er Thomas Angelo. Die Aufstellung steht. Yeah. Die Wagen sind startbereit. Da wollen wir mal. Aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt. Alter, wie geil! Du Bagger, verdammt! Macht nichts, das kriegen wir wieder. 3 Runden haben wir. Nicht 5. Die sind aber ganz schön zickig, also da haben sie schon drauf geachtet, dass die akkurat fahren, die Dinger. Ja, selbst schuld. Der da oben! Geil. Die Strecke ist noch weniger weniger bewaldet. Aber es ist noch zu erkennen. Hui! Unglaubliche Ich mag den Ansager. Das ist allein, dass es einen Ansager gibt, ist cool. Okay, euch hole ich mir. Ja, selber schuld. Noch. Und verliert die Führung wieder. Macht aber nichts. Scheiß Sand. Ein Kopf an Kopf. Mist. Naja, Kopf an Kopf ist es noch nicht. Gleich. Jetzt. Und tschüss. Angelo kommt zurück an die Spitze. Kann er die Position halten? Ja, das wird sich zeigen, ne? Neuzugang von Angelo ist immer noch an der Spitze. Oh, ist das gut! Macht richtig Spaß! Oh, da kommt eine Schafe. Oh, je, je, je. Die verdammte freie Kamera, ey. Hui! Oh, ho, ho.
Scheiße! Nein! Du taugst nichts. Lass mich! Dreh mich um! Achso. Okay, es geht so. Scheiße! Egal, das hole ich wieder. Das hole ich wieder. Kein Problem. Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Mist! Das hole ich wieder. Oh je, das sieht schlimm aus. Hoffentlich wurde niemand. Ja, hoffentlich nicht, ne? Das hole ich wieder! Eine Runde habe ich noch. McKell machte sich bequem an der Spitze. Der Rest ist. Oh Gott! Ist ja kein Zuckerschlecken, Freundchen. Arschloch! Ein hartes Rennen da draußen. Hoffentlich nicht mehr. So, noch 5. Reed und Wilson fallen einige Plätze zurück. Jetzt nah an Vegeta und Angelo. Noch nicht schon wieder in den scheiß Sandgraben hier. Bis dann! So, jetzt muss ich aufholen. Du Bastard! Das sind die letzten 5. Du Bastard! Hoffen wir auf ein sicheres Rennen, Leute. Sicheres Rennen gibt's hier nicht. Lichten Bergabgang hat das Rennen angestachelt. Oh, Mist! In den Sieg. Komm, noch 2. Dein Ersatz holt sich jetzt die Spitze. Der neue Fahrer von Angelo ist fast an der Spitze und fällt keinen Meter. Scheiße. Nein, 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 Alter, wie der jetzt abzieht. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich bin extra sauber gefahren. Oh, so knapp. So knapp. Verdammt. Das war echt zu knapp, ey. Egal. Dreimal ist Bremer recht. Ich brauche aber nur 2. Das können wir überspringen. Die Aufstellung steht. Die Wagen sind startbereit. Martin Lichtenberg. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Vielleicht sollte ich mal so fahren. Lichtenberg ist raus. Der Favorit ist raus. Der. Wer überlebt die blöde erste Rennstrecke? Es wird eng vor der Kurve. Unendlich an Idioten. Manche Fahrer sind teils gefangen. Heute wird es mehr als ein Fahrkraftbändler geben. Soll das ein Witz sein? Arschloch. Aggressiver Fahrstil von Angelo. Abkehren. Oh Gott, soll das ein Witz sein? Seht ihr hier das Video oder kann noch jemand anders blenden? Üble Kollision weiter hinten. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Das kriegen wir hin. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen an. Soll das ein Witz sein? Ups. Muss man manchmal tatsächlich auch ein bisschen vom Gas gehen. Noch. Der
ist. Schon sind wir Dritter. Wer braucht Mikey dann? Sein Ersatz ist hervorragend. Tommy Angelo ist in Führung. Noch. Neuzugang Tommy Angelo ist immer noch an der Spitze. Noch. Kommt gleich wieder diese komische Kurve. Ha! Anderson und Garcia an zweiter und dritter Stelle. War es noch ein Fehler von Angelo? Mach keine Fehler. Ist eben mal ein Probelauf. Wer kann den führenden Pony Angelo noch einholen? Ja, wer nur? Von euch auf jeden Fall keiner. Tommy Angelo in Führung, doch wie lange noch? Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Nichts Kopf an Kopf. Er ist noch weit weg. Scheiße, nein! Das gibt's doch nicht! Du taubst nichts! Der neue Fahrer von Angelo ist. Scheiße! Gelogen, ich bin voll abgefallen! Oh no, ey. Wieso passiert mir sowas immer in der letzten Runde? Du Bastard! Ja! Zwei Stück. Letzten zwei Kurven. Okay, der hat sich hingelegt. Jawohl. Natürlich kann ich. Jawohl. Was ein geiles Rennen. Wie ich es ihm gegeben habe, ey. Einfach meine Nase nach vorne gehalten. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsstunden gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Tja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber... vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli.
Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bringe ihn nach Hause. Oh. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Mein Held! Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Cannolis kann es gar nicht geben. Okay, cool. Pennt Ralphie da im Dingsen? Wow. Ich dachte, vielleicht ist hier noch eine Zigarettenschachtel. Nee, nee, hier ist nichts mehr. Es sah so einfach aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Ich mag Ralphie. Congratulation, Champion. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Es ist ja so eine richtige Fete hier, wa? Verbrennen, Mann. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Was haben wir denn hier? Vor Sonnenuntergang raus. Ah. Aber ignorier sie. Die Party hört nicht auf. Dime Detective. Death blows out the candles. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte 5-mal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Kann es rennen, Tommy! Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. So, Pauli, Baby, wir fahren nach Hause. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Quack. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser.
Los geht's. Sein Humor hat er noch. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Mhm. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Lässt du mich alt aussehen, Tom? Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Pauli, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Tom, ich brauche eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen. Die Brücke. Nimm die Brücke zur Insel. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zu den süßen Schnecken. Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Wohnt er eigentlich immer noch am selben Platz? Ja, so ungefähr, ne? Oh, zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, okay. Ich will mal. Träum schön, harter Kerl. Ich weiß. Ich fühle mich nicht so gut. Kapitel abgeschlossen. Fair Play, Held der Nachbarschaft. So, damit hätten wir das hier auch abgeschlossen. Und ich sage. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bei Mafia.